So Leute, herzlich willkommen zum weiteren Stadtupdate. Ich habe mich jetzt einige Wochen nicht gemeldet. Es hat seinen Grund, ich habe ja im letzten Video angesprochen, da haben wir ja über diesen Friedhof da geredet, dass ich gerade an einem Projekt arbeite und da muss ich erstmal auf Steine warten. Das Projekt ist in diese Richtung, das werde ich euch jetzt noch nicht zeigen, ihr habt es wahrscheinlich eh schon Thumbnail gesehen oder im Titel. Vorher möchte ich noch hier hingehen. Zwar seht ihr ja diese kleine Gasse. Vorher war da nichts. Ich nehme mal diese Taschenlampe, dann kann man da gleich so ein bisschen besser reinschauen. Und zwar seht ihr in dieser Gasse, die habe ich jetzt einmal gefliest. Und außerdem ist jetzt auch noch so ein Polizist und ein Räuber, die hier sind. Das fand ich eine ganz nette Idee. Außerdem ist hier noch so eine kleine Mauer hinzugekommen, dass man nicht auf die Schienen kann. Ja, ihr seht schon vielleicht auch da hinten, dass die Schienen momentan eigentlich ins Nichts führen. Vorher war ja hier diese Kurve, die ging dann hier lang. Ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht irgendwann einfach diesen Tisch erweitern werde. Das heißt, ich habe hier eine längere gerade Strecke und dann irgendwie, keine Ahnung, hier oder so. Ist dann erst die Kurve. Und, vorher kennt ihr vielleicht ja meinen kleinen Bahnsteig, der so in dieser Kurve so drin war. Der ist jetzt weg. Und zwar gibt es jetzt einen richtigen Bahnhof. Ja. Ihr seht, hier ist einmal ein Bahnsteig mit zwei Laternen und diesen Fahrkartenautomaten. Hier seht ihr wieder so einen ganz kleinen Gang. Der Bahnhof ist ja in dieser Ecke und dann muss man da irgendwo hochkommen. Kommt man hier hoch und dann ist man am Bahnhofsgebäude. Erstmal hier ist noch so eine Überdachung für die Leute, die hier unten stehen. Diese Etage ist noch nicht fertig. Schreibt mir gerne dazu in die Kommentare, was ich hier hinkommen könnte. Ich habe ein paar Ideen. Es wird auch hier drauf sollte am besten das Dach kommen, weil sonst wird es ein bisschen unförmig, wenn das Haus irgendwie so hoch ist, aber so komisch dünn. Ich nehme mal das Dach ab. Es geht mit einer Hand relativ schwer. So. So, hier ist das Innenleben. Ihr seht, ich habe mich so dafür entschieden, außen das so mit diesen beigen Mauersteinen zu machen und dann mit weiß und grau. Ich finde, das schaut relativ schön aus. Hier sind ich kriege das nicht so ganz gut auf, so, diese, ist mir eine Laterne runtergefallen, so, diese, ja, diese Halbkreise, das finde ich, schaut sehr schön aus, wenn das, so ein bisschen diese Fenster überdacht. Hier innen seht ihr es, der Snackautomat, so, hier ist ein Eingang, kommt man hier hin. Hier ist noch so ein kleines Geländer und hier ist ein Eingang bzw. Ausgang. Innen seht ihr, habe ich mich so ein bisschen dafür entschieden, mit so diesem Sandgreen zu gehen. Ich habe mir überlegt, dass ich so ein V reinmache. Hier sieht man es nicht so ganz gut, so eine Art V. Einfach weil das Gebäude einmal dadurch ein bisschen stärker gestützt wird, weil sonst hat man ja nur diese 1x1er, die so ineinander greifen. Hier auch noch mal so eine sandgrüne Wand. Einfach weil auch diese Mauersteine relativ teuer sind. Ich habe mir jetzt 100 Steine für dieses Gebäude schon mal bestellt, beziehungsweise die sind jetzt auch verbaut. Und ja, ihr seht, hier auf dem Boden habe ich mich entschieden, diese 1x2er zu nehmen, die auch hier in dem Gebäude schon verbaut sind und in der Bank verbaut sind. Zu der Bank kann ich auch gleich noch mal ganz kurz was sagen, ist auch noch ganz kurz was. Und mit diesen dunkelroten 2x2er Flatteils, finde ich, schaut sehr, sehr schön aus. Hier ist dann einfach so ein super einfacher Tisch, also nichts Besonderes. Das gleiche mit dem Stuhl. Hatte ich überlegt, dann vielleicht so einen Ticketverkauf machen, wo halt dann noch die Menschen arbeiten und jetzt nicht nur Ticketautomaten, der auch schon beim anderen Bahnhof war. Ja, der Bahnsteig ist relativ
groß, ähnlich groß wie das Gebäude selber. Falls ihr euch fragen solltet, warum das jetzt nicht größer ist, und zwar hatte ich einige Probleme mit dem Dach. Ich werde es ganz kurz mal drauf machen, das Dach. So, man sieht es hier wirklich gar nicht, aber wenn ich hier mit dem Finger lang gehe, die Kamera sollte man fokussieren. Das Dach ist hier auch schon wieder so ein bisschen, es steht so ein bisschen über, so ein ganz kleines Stück irgendwie. Wenn ich das größer mache, dann kriege ich das Dach da einfach nicht drauf, weil das Dach irgendwie größer ist als das hier drunter, was eigentlich nicht sein sollte bei Lego. Aber gut. So, wenn ich das Dach jetzt wieder abnehme, so, ich lege es einfach hier hin, so. Seht ihr die Treppen? Die habe ich mit Brick Modifies einfach dran gemacht. Das sind so diese Ziegelsteine umgedreht, wo einfach nur so ein, so ein Strich durch ist. In Nougat mit dunkelgrauen Fliesen drauf. Ja, schreibt mir wie gesagt gerne in die Kommentare, was auf diese Etage kommen könnte. Ich versuche auch dann wieder so weit wie möglich drauf einzugehen. Komme ich wie gesagt noch zur Bank, und zwar ist die Bank fast fertig. Bei der Bank fehlen jetzt nur noch diese Steine. Sonst sind hier mittlerweile auch überall Fenster drin, die hatte ich mir bestellt. Ja, also zu der Bank will ich jetzt gar nicht großartig viel sagen. Ist auch nicht viel zugekommen, das wollte ich aber noch ganz kurz in das Video packen, weil sonst ein zu kurzes Video war. Ich habe jetzt auch nur einen Satz ja drüber gesagt. Ja, ich würde sagen, es soll es aber auch schon wieder mit diesem kleinen Video gewesen sein. Schreibt mir gerne eure Ideen zu der Etage in die Kommentare. Habt einen schönen Tag. Haut rein. Ciao.